Neues Jahr, neues Gesicht beim Berliner AK. Benjamin Duda ist der neue Mann auf dem Cheftrainersitz. Ex-Coach André Meyer sucht beim Halleschen FC in der dritten Liga eine neue Herausforderung und so wurde Dudas Wechsel zum BAK zu einer Nacht- und Nebelaktion. Eigentlich hatte er sich voll und ganz auf den Abstiegskampf mit Germania Halberstadt eingestellt. Dann ging es aber, wie gesagt, von einem Tag auf den anderen so, dass der BAK sich bei mir gemeldet hat. Wir 6 Stunden zusammensaßen, uns ausgetauscht haben über den Fußball, über mich, über meine Philosophie. Und nach 32 Chai war das Signal dann so, dass der Verein bzw. die Vereinsführung sich das mit mir vorstellen kann. Und ich bin froh und glücklich, dass der Schritt geklappt hat. Duda wirkt fokussiert, ist akribisch, heiß auf die neue Aufgabe. Das kommt in der Mannschaft gut an. Erstmal sind wir extrem motiviert, man merkt das von Anfang an. Er bringt übertrieben gute Aspekte rein. Ist ein stabiler Typ so. Ein stabiler Typ mit 33 Jahren, der jüngste Trainer der Liga. Ich habe so das Gefühl, er spricht so mehr unsere Sprache, weißt du, wie ich meine? Ist auch so ein junger Typ. Es kommt so rüber, als wäre er einer von uns so. Wie unter Meyer lautet die Devise auch unter Duda, Vollgasfußball. Für ein Top-Team fehlt dem BAK allerdings noch die Effektivität vor dem Tor. 36 Treffer in 21 Spielen, 7 Teams trafen öfter Cottbus und der BFC Dynamo bereits 53 und 54 Mal. Ich glaube, wir können noch eine Spur mehr Schärfe, Intensität, Power und Orientierung nach vorne reinbringen. Aber es ist ganz klar, wir müssen hier nicht die Welt verändern, den Laden komplett umkrempeln. Jeder Trainer bringt natürlich seine individuelle Note mit rein. Das will und werde ich auch tun. Aber natürlich sind wir weiterhin sehr, sehr offensiv ausgerichtet, was das Spiel mit, aber auch gegen den Ball angeht. Pardes, Farjad Azad und Tarek Chahed kamen im Wintertransferfenster. 2, die schon höherklassig gespielt haben, zuletzt aber vereinslos waren. Beide haben zuletzt mit Jindawi und Co. unter der Sonne Antalyas geschwitzt. Als Vorbereitung auf den Rest der Saison gönnte sich der Club 11 Tage Trainingslager in der Türkei. Wir hatten sehr viel Spaß, wir sind als Truppe nochmal zusammengerückt. Also unterm Strich war es wirklich eine sehr, 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 sehr gute Vorbereitung auf die restliche Saison. Jetzt plant der Tabellendritte den Angriff auf Platz 1. 5 Punkte sind es bis zum Tabellenführer BFC Dynamo bei einem Spiel weniger. Wir haben die Verfassung und den Hunger dafür, darauf, das so mit Vollgas zu tun, dass wir auch bis zum letzten Spieltag in dieser Region mitreden, mitspielen, klar. Für Duda nun also Aufstiegs- statt Abstiegskampf. Gemeinsam mit dem BAK geht der Blick Richtung dritte Liga.